Und auch wo ich das erstmal gemerkt habe, irgendwie, oh, wow, hier tragen irgendwie alle, also hier kommt es irgendwie aus so unterschiedlichen Widerstandstraditionen, kommen die Leute zusammen und formulieren so ein kollektives Nein. Alle so in ihren Sprachen und in ihren Formen, in ihren Ausdrucksformen, das hat mich total gezappt an dem Tag, wo diese Demo war. Und als dann die Repressionswelle der Polizei losgegangen ist, irgendwie hat mich das ziemlich erschreckt. So, ne? Und irgendwie diese Horrormeldung gehört von den Leuten, die halt verhaftet wurden, so dass sie da geschlagen werden, dass sie sich dass sie entwürdigend behandelt wurden. Du bist dann halt ausgestiegen und da hast du das Gefühl, oh Gott, also ich will auf keinen Fall irgendwie auch gefangen werden. So, ne? Und ich will auf keinen Fall auch irgendwie mit rein. So, ne? Also es war so das erste Mal, dass ich auch so ein und das hat, also es war nicht schon, irgendwie, das hat gezogen. So, diese Strategie hat gezogen. Und dann haben sie mir die Hose weggenommen und gesagt, das ist viel zu gefährlich, wenn du sowas hast, da kannst du dir dran aufhängen. Und dann saß ich dann ohne Hose auf diesem Betonboden.